Wir haben immer gesagt, wir möchten Leute auszeichnen, die inspirieren, auch was Nachhaltiges für die Region zu machen. Wir haben uns beworben mit mobile Solarinselanlagen. Unser Projekt ist der Schulgarten, den wir betreiben. Über ein Modell zur Prozessnachhaltigkeit. Den Kindern Umweltbildung nahezubringen. Ja, bei mir kann man Hühner mieten. Gute Projekte immer zeigen, nur so kann es funktionieren. Also ich würde den Projekten im nächsten Jahr auf jeden Fall raten, dass sie sich einfach bewerben sollen, dass man Nachhaltigkeitsaktivitäten nach außen zeigen soll, um sein Projekt bekannter zu machen. Es ist nicht viel Aufwand, die Bewerbung zu machen und am Ende kann es eben sein, dass man einen Preis gewinnt. Ja, selbst das kleinste Projekt hat eine Chance. Nutzt sie, wenn ihr eine Idee habt, setzt sie um, versucht es, bewerbt euch, macht mit.